Herzlich willkommen bei Cleopatra Orakel, liebe Jungfrauen. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Wir schauen uns jetzt die Energien der kommende Woche in der Liebe für euch. Und ich habe schon die Energien für alle Sternzeichen aufgenommen. Die hast du wahrscheinlich auf dem Deckblatt gesehen. Und zwar geht es um die Bühne frei für ja, jedem individuell was anderes, ja, aber da kommt etwas, was bis dato noch keinen Platz hatte. Wir haben die Neumondenergien, wo wir verkehrte Welt haben und da darf etwas kommen, von was wir alle ein bisschen Angst haben, ja. Diese Ängste sind vollkommen unbegründet, ja. Das ist nur, weil wir uns dem noch nie gewidmet haben. Für dich, liebe Jungfrau, habe ich eine Energie aufgeschnappt. Das Bild weiß ich gar nicht, ob ich es dir erzählen soll, weil es total bescheuert ist. Ich war gestern im Kino mit meinen Kindern bei The Croxx oder wie die heißen, wie auch immer. Und da gab es so Affenstamm, der böse war. Ja, der Gefahr war für alle und es war aber Gefahr für alle, weil es selber gefährdet wurde. Ja, also man hat quasi den Druck weitergeleitet. Man hätte von sich aus so nicht gehandelt, aber weil man selber gefährdet wurde, hat man andere gefährdet. Und dann, wo sie diese Gefahr gemeinsam beseitigt haben, wurden beide Parteien wieder zu Freundinnen. Und irgendwie war der Hauptsatz, den ich gehört habe, vom Feind zum Freund. Das kann natürlich auch sein, wenn du etwas eben etwas als verkehrte Welt wieder zurückkehrt, also das heißt wieder zurückkehrt. Ja, meistens ist das zurückkehrt. Man hat irgendwas aus meinem eigenen Leben verbannt, weil man schlechte Erfahrungen gemacht hat, weil sonst was. Ja, es kann auch, weiß ich nicht, warum ich höre gerade verlorene Seelenanteile. Auch. Es geht jetzt darum, dass man das wieder ins Leben integriert in irgendeine Form. Und man hat das früher als Feind eingesehen und jetzt wird man merken, dass das eigentlich ein guter Freund von dir ist. Ja, da ist ein Ende, eine Trennung, ja. Ende eine Feindschaft, genau. Etwas, was Ende des Gefühls, dass zwischen uns nichts ist oder dass das kein Fundament hat oder dass ich damit nie mich anfreunden werde. Ja? Da ist etwas, was du irgendwie, etwas eigentlich sehr Schönes, was dir aber genau das Gegenteil gezeigt hat und deswegen möglicherweise hast du es verbannt. Ja, das Geben und Nehmen. Ich bin gerade leise, weil ich mich gerade selbst in diese Situation wiedergefunden habe. Also ich habe eine alte Freundin, die eine Jungfrau war. Waren 20 Jahre mehr oder weniger fast schon verheiratet, wollte ich sagen. Und dann ich durch meine Umwandlung habe ich mich so stark zurückgezogen, dass sie mir die Freundschaft gekündigt hat. Ich wusste damals aber nicht, was mit mir los ist und war auch sehr stark depressiv. Sie hat mir keine Hilfe geboten, sondern sie hat mir einfach die Freundschaft gekündigt. Das habe ich dann einfach so hingenommen. Ich wusste aber schon damals, dass ich ihr Geistführer bin, weil sie sich sehr schwer mit dem Leben tut. Sie kommt aus einer schwierigen Familienverhältnissen und ich habe sie immer aufgebaut, aber ich war gerade in der Phase, wo ich selber nicht genug hatte und hätte eher Unterstützung benötigt und dann hat sie mich aber fallen lassen. Also das ist jetzt so meine Situation, ja. Und die Entschuldigung, dass ich die dir jetzt erzähle, weil die mit dir natürlich nichts zu tun hat, aber schau mal, welche Parallelen es da gibt. Also es war etwas Tolles,
was ganz, ganz Tolles, was dann zu Ende ging, weil man mich irgendwo als Feind in dem Moment wahrgenommen hat, ja. Das scheint aber von der Jungfrau, also es kann eine andere Situation natürlich sein, ja. Da war etwas Tolles, was du in dem Moment nicht zu schätzen wusstest. Und jetzt aber dir fehlt es. Und lustigerweise, das ist jetzt wirklich 2 Jahre her, wo diese Kündigung quasi kam. Und ich muss an sie jetzt seit 2, 3 Wochen denken. Ich habe das Gefühl, ich sollte mich bei ihr melden. Und dann denke ich mir, wie, nee, dann soll sie. Also komischerweise denke ich an sie. Vielleicht, weil das gerade ein Thema der Jungfrau ist. Das Alte nochmal zu revidieren, was man aufgegeben hat und was vielleicht immer wieder ein karmisches Thema dessen ist. Das Geben und Nehmen nochmal zu hinterfragen. Dann gehst du in die Yang-Energie. Vom Feind zu Freund. Die Rückkehr. Das ist ein Krieger, der zurückkehrt. Ich nehme jetzt nicht wahr nach einem gewonnenen Krieg, sondern nach einem beendeten Krieg. Der Krieg ist vielleicht verloren, aber man weiß, dass der Verlust hier ein Gewinn ist, wenn man das neu betrachten wird. Die Hohepriesterin hat sich das Geheimnis des verlorenen Krieges zeigt sich hier, was man immer nicht sehen wollte. Ja, weil vielleicht, weil man so eine Partnerschaft dann aus einem ganz neuen Blickwinkel betrachtet. Und ich nehme hier wahr, die Menschen, die hier diesen Ritter hier anschauen, die sind total verwundert, ja, weil die fragen sich, wieso kehrst du hier in diese Welt zurück? Ja, würde mich jetzt auch wundern, wenn da jetzt Kontakt hergestellt wäre. Ach, sehr interessant. Ja, da war eine starke Verletzung, da ist sehr viel Schmerz, ja, weil das, ja, das schmerzt mir auch. Ja. Es waren 20 Jahre sehr enge Freundschaft. Wir waren bestimmt 5 oder 7 Jahre haben wir zusammen gewohnt in der WG. Wir haben sehr, sehr starke Erfahrungen gemacht auch. Sorry, dass ich immer wieder auf diese Situation umwandle. Entschuldigung, verzeih mir bitte. Aber da hat jemand sehr, sehr stark gelitten. Ja, unter diesen. Wenn die Partnerschaft zu Ende ging, weil man aus welchem Grund sie beendet hat oder sie zu Ende ging, dann ist das jetzt gerade extrem präsent wieder. Aber das scheint noch kein Ende zu sein, ja. Neun der Schwerter. Macht man sich wahnsinnig viele Gedanken über eine neue Entscheidung, aufeinander zuzugehen, glaube ich. Das Ende, ja, das. Also wenn man es schafft, tatsächlich über sich hinaus zu wachsen und diese Situation neu zu bewerten, eigenen, ja, vielleicht Unzulänglichkeiten zu erkennen, ja, und jetzt aber dazu gelernt haben, das wieder gut zu machen, ja, dann ist das Karma auch abgelöst. Dann ist das Ende der Karma, die Erkenntnis. Geben und nehmen, ja. Das Gefühl, dass man wieder, oder andersrum, das Gefühl, dass man nicht damals nicht genug gegeben hat, ja. Und die Wiedergutmachung. Ja, da ist noch sehr, sehr viel Liebe. Und sehr, sehr viel Beständigkeit eigentlich. Schau mal, ich habe einen Herrscher, Herrscherin, 2 der Kelche und 10 der Münzen. Also eine ganz, ganz tolle Beziehung, die
von Liebe und Beständigkeit geprägt ist. Man hat aber nicht genug gegeben. Deswegen hat sich hier jemand zurückgezogen. Also eine ganz, ganz tolle Verbindung eigentlich, mit sehr, sehr viel Möglichkeit und Potenzial. Neunte Kelche. Aus der Eigenliebe, aus der Selbstliebe geht man dann in Action. Okay. Ja, die innere Entscheidung, ich muss da irgendwas regeln noch. Ja. Wo hatte ich denn die Energie der Wiedergutmachung? Beim Steinbock, glaube ich, auch noch. Beim Stier war es auch ähnlich. Also ich habe das Gefühl, dass die Münzzeichen so eine Wiedergutmachungsenergie kommen. Ja, eigentlich hätte ich mehr geben können. Ja. Ja. Also das Aufeinanderzugehen auf jemanden aus der Vergangenheit. Man hat damals einfach die Impulse nicht verstanden, ja. Und jetzt wird es einem klar, dass diese Thematik nicht die einzelne ist, sondern dass das immer wieder hochkommt. Dass solche Situationen im Leben dieser Person, also von dir, ja, liebe Jungfrau, immer wieder vorkommen. Und jetzt aber siehst du diese Stäbe, die immer wieder den gleichen Mist dir liefern. Jetzt nimmst du sie wahr. Und reißt du sie raus. Und das ist das Ende. Du wirst diesen Ursprung der Vergiftung in den zwischenmenschlichen Relationen vielleicht erkennen, ja, und sie einfach an der Wurzel packen. Das ist die Entscheidung, das ist die Erkenntnis, das ist die Entscheidung, etwas, was du noch nie gemacht hast, zu tun. Ja, Gespräche vom Herz zu Herz zu führen und jemanden wieder in dein Energiefeld einzuschließen, den du vielleicht in der Vergangenheit verbannt hast. Okay. So, da war eben, ich sehe dich in der Energie des Königs der Münzen, ja, liebe Jungfrau. Also in dich, eine männliche Energie muss aber nichts bedeuten, ja. Ich sehe dich auch hier und hier. Ich höre das Wort die ganze Zeit Unzulänglichkeit. Unzulänglichkeit mit deinen Talenten umzugehen. Und das war bei der Verbindung zu der Königin der Stäbe sehr, sehr sichtbar, was dazu geführt hat, dass da ein Ende stattgefunden hat. Irgendwo warst du zu hart oder zu konzentriert auf die Münzen, auf dich selbst, ja. Auf deine Erfolge. Und da ist tatsächlich, ja, ich sehe wieder Parallelen. Das war genau das Thema, was mich dann irgendwann mal irritiert hat, weil es ging immer um ihre Themen, ja, bei der Freundschaft. Und das war soweit in Ordnung, solange ich keine Themen hatte, als wir dann dieses Thema gekommen sind, dass ich meine Themen jetzt gerade habe, meine Depressionen, meine Krankheiten, meine schlimme Zeit, da bekam ich aber keine Bühne, um darüber sprechen zu können, sondern es entstand ein Wettbewerb, wem geht es schlechter, ja? Ging für mich gar nicht, ja, in dem Moment. Aber die Liebe herrscht hier, ja? Musst du jetzt gucken, wie du das für dich jetzt quasi übersetzt.
Da wird etwas ganz Zartes entstehen, wie so ein zartes Pflänzchen. Du bist in dem Thema schon drin, meiner Meinung nach, liebe Jungfrau, schon länger, indem du, es ist 5 plus 4, also 5 Münzen plus 4 der Schwerter ergeben 9 der Schwerter. Und genau das haben wir hier, ja. Irgendwie das Gefühl, du hast gar nicht mehr geben können. Aber das hat genau zu der Komplikation geführt. Und jetzt heilst du das Thema. Du hast dich mit dem Thema schon auseinandergesetzt und bist in Heilung deiner Unzulänglichkeiten, in welcher Form auch immer. Ja? Du gehst dem Thema auf den Ursprung. Ja? Warum bin ich nicht bei mir, sondern bin in so eine repräsentative Rolle, wo du dein Herz irgendwo nicht geöffnet hast, ja? Wo es nur um dich ging, ja? Das ist die Münze, trägst du hier wie so eine Medaille, ja? So, ich bin wichtig hier. Und jetzt, und das ist eine, das ist ja auch in Ordnung, wir sollten uns ja wichtig nehmen, nur. Es ist ein Unterschied, wenn wir das penetrant präsentieren in einer Beziehung. Es geht um mich, ich bin wichtig und deine Themen sind mir egal. Oder ob wir eine innere Haltung haben, ich bin wichtig. Ja, weil dann hast du nicht das Bedürfnis, in so einen, ja, sage ich mal, aus meiner Erfahrung, diesen Wettbewerb einzugehen, ja. Sondern wenn du das Gefühl hast in deinem Inneren, ich bin wichtig. Dann wirst du auch dementsprechend behandelt und dann musst du das im Außen nicht überproportional präsentieren, ja? Ja, du wirst dich entscheiden, aus Klarheit, aus Neustartenergie, aus Neubeginn, wirklich komplett neue Wege zu gehen, ja? Die Vergangenheit irgendwie nochmal zu korrigieren, eben in die Gespräche vom Herz zu Herz gehen und das wird das Rad des Schicksals. Das wird etwas ganz Neues in deinem Leben beginnen. Du wirst dein Karma hier abschließen, ja. Ein sehr zartes Rad des Schicksals, ja. Das ist kein, ja, und dann Bäm, sondern das ist wirklich wie so ein zarter Pflänzchen, ja. Also das wird jetzt hier, diese Woche der Jungfrau steht unter dem Zeichen, ja, vom Feind zum Freund tatsächlich. Etwas Neues entstehen zu lassen auf eine ganz andere Basis, ja. Dieses zarte Pflänzchen wird zu einer tollen Pflanze werden. Meine Lieben, wir werden uns gleich mit diesen Karten nochmal dein Gegenüber anschauen. Ja, es ist auf jeden Fall bereit zum transformativen Neustart. Ja, die Gedanken sind auch da, aber man wird selbst nichts tun. Ja, also das kannst du nicht erwarten, dass es von dieser Person kommt. Ja, die partnerschaftliche Legung werde ich mit diesen Karten legen. Ich werde noch mal eine Orakelkarte ziehen für dein Gegenüber und für die partnerschaftliche Ebene und für das Rad des Schicksals werde ich mindestens auf jeden Fall noch mal eine Zeitkarte ziehen. Wenn du an der Fortsetzung dieses Video interessiert bist, findest du den Link dazu in Beschreibung des Videos sowie im ersten Kommentar von mir angepinnt. Ansonsten sollten wir uns da jetzt nicht sehen, wünsche ich dir alles, alles Liebe. Es ist eine großartige Erkenntnis, egal ob ihr nochmal zueinander findet oder in der partnerschaftlichen Ebene, ja oder nicht. Wichtig ist, dass das Übergeordnete hier in Ordnung gebracht wird. Und zwar dein karmischer Kreis, in dem du dich drehst, in dem es immer wieder schrecklich wehtut, weil etwas Fantastisches kaputt gegangen ist. Ja? Aufgrund von irgendwelchen Verhaltensweisen, die du bestimmt mit Lockerheit ablegen kannst, aber man muss sie erstmal erkennen. Und das ist der erste Schritt zur Besserung. Und diese Möglichkeit wirst du diese Woche haben. Jetzt musst du gucken, ob du hier in der Resonanzgruppe bist oder nicht. Lasse dich von meiner Geschichte mit meiner Freundin hier nicht ablenken. Ja? Schaue, ob das mit deiner Situation übereinstimmt mit deinem Partner. Und ich hoffe, wir sehen uns gleich drüben. Falls nicht, dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Tschüss!